Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Montag, dem 3. Mai. Wir dürfen heute 5-mal Fleisch essen, kalifornische Heidelbeeren sammeln, kleine Tierkadaver zerlegen, einen Modus in einer präsentierten Serie abschließen, nordamerikanische Ochsenfrösche sammeln, einen Pferdepflegegegenstand herstellen und Spieler in Trupp versus durch Kopfschuss töten. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir zum Beispiel Krips Speziallager-Eintöpfe zubereiten, 24 Stunden keine Tiere töten, das ja kollidiert natürlich ein bisschen mit den Ochsenfröschen. Familienerbstücke dürfen gefunden werden, Vogeleier dürfen gefunden werden und wer will, darf auch noch Fossilien suchen. Für den Kripsilein-Spezialeintopf stellt ihr euch bitte an euren Suppentopf und dann seht ihr schon unten rechts, was zu tun ist. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr das gleich anwählen. Wenn nicht, dann müsst ihr noch irgendwelche Zutaten besorgen. Bei mir war es heute der Fall, dass es gleich funktioniert hat. Und ich zeige euch als nächstes, wie man natürlich zur präsentierten Serie kommt. Das geht natürlich wie immer über Schnellbeitritt, wenn ihr wollt. Und da könnt ihr präsentierte Serie anwählen und dann macht ihr da einen Modus und ruckzuck ist das erledigt. Wilder Wechsel nach La Grasse, Blue Water Marsh. Und zwar ist das hier direkt bei dem W von Blue Water. Da ist dieses Hausboot und da finden wir heute, wenn ihr wollt, ein Familienerbstück. Ich habe diese Region ausgewählt, nicht nur, weil dort heute Ochsenfrösche zu finden sind, nein, weil Madame Nazar dort heute ist und wir dort heute jede Menge kalifornische Heidelbeeren pflücken können. Also hier erstmal eine Fundstelle vom Ochsenfrosch über dem T von Water. Da war heute mein erster Ochsenfrosch gewesen und ganz dort in der Nähe, ihr seht es jetzt, das ist jetzt fast ungeschnitten, bisschen rüberreiten zu Madame Nazar und ruckzuck, also in der Nähe von Madame Nazar heute Ochsenfrösche, ein Familienerbstück und natürlich kalifornische Heidelbeeren. Blue Water Marsh ist heute die Region, die ich absolut empfehlen kann. Ich habe nicht nur Ochsenfrösche geschossen, ich habe auch Nordkröten geschossen, weil wir brauchen auch natürlich kleine Tiere zum Zerlegen und wer nicht genug Fische dabei hat, dem empfehle ich alles mitzunehmen, auch eine Tarotkarte natürlich, die jetzt hier bei dieser Halbinsel südlich von Van Horn heute zu finden ist, auch wieder mitgenommen und dort in der Nähe war dann auch der nächste Ochsenfrosch gewesen. Also Ochsenfrösche, Blue Water Marsh ist heute absolut die Empfehlung. Sollte kein großes Thema sein. Alles mitnehmen, was dort gibt. Es waren heute sehr, sehr, sehr viel Vögel dort. Damit meine ich jetzt Reiher. Und ihr seht jetzt hier die ganze Region, wo Ochsenfrosch-Fundstellen natürlich auch sind. Und in der Playlist ist natürlich Ochsenfrosch-Video drin. Sollte auch mal wieder zur Verfügung stehen in der Playlist. So, und jetzt geht es ans Zerlegen und ich sagte es schon, wer nicht genug Fische hat zum Zerlegen, weil das sind auch kleine Tiere, kleine Tierkadaver, der muss halt schauen, dass er genug Frösche und Kröten dabei hat. Oder, ich habe es auch heute probiert, natürlich Eichhörnchen zu zerlegen. Das geht genauso. Ihr könnt auch meinetwegen Fledermäuse zerlegen. Geht auch. Also Kröten, Eichhörnchen, Fische, Fledermäuse, Ratten. Alles könnt ihr zerlegen. Und dann nicht vergessen, wir müssen ja heute auch noch Fleisch essen. Und das sollte jetzt wirklich kein großes Problem sein. Wer kein Fleisch hat, der brutzelt sich welches am Lagerfeuer. Und dann kann man das dann auch schön essen. Das ist die Voraussetzung für Fleisch, das gegessen werden kann. So, das war heute auch dann ruckzuck erledigt und jetzt geht es ans Sammeln der kalifornischen Heidelbeeren. Und ich sagte es ja schon, rings um Madame Nazar, ich habe jetzt glaube ich 6 Stellen rausgesucht, die dort zu finden sind und das war heute auch recht, recht schnell erledigt. Ihr seht es da, das sind jetzt hier die 3 Stellen, die ich jetzt angeritten hatte und dann habe ich euch noch auf der Karte 3 andere markiert und die kommen jetzt. Also da ist Madame Nazar und diese 6 Stellen rings um Madame Nazar, in Sichtweite von Madame Nazar natürlich heute die kalifornische Heidelbeere. Pferdepflegegegenstand habe ich auf dem Weg zur Schwarzbrennerei gemacht, weil wer seine Schwarzbrennerei
in der Nähe von La Grasse hat, der hat natürlich auch vor der Tür direkt bei der Schwarzbrennerei auch kalifornische Heidelbeeren stehen. Insgesamt ist La Grasse sowieso Top-Fundstellen, die Top-Region sozusagen für kalifornische Heidelbeere heute. Und das ist hier nochmal nur zur Demonstration hier bei meiner Schwarzbrennerei, auch natürlich in der Nähe von La Grasse. So. Und wer jetzt in der Nähe von Valentine heute die Familienerbstücke fertig machen möchte, der kann im Norden von Valentine heute auch 5 Enteneier aufsuchen. Ich bin dann natürlich nach Valentine und natürlich vorm Hotel den Lobbywechsel gemacht. Kann man alle 24 Stunden machen, können alle Sammler machen, die weit fortgeschritten sind, und alle 24 Stunden, wie gesagt, kann man das machen. Dann spawnen die Sammlerstücke, die nicht vergraben sind und keine Wildblumen sind, die spawnen dann alle, zum Beispiel Familienerbstücke, Tarotkarten und Schnapsflaschen, das sind alles Sachen, oder verlorene Ohrringe, insgesamt verlorener Schmuck, das kommt alles durch den Lobbywechsel zum Vorschein. Also vor Ort macht man den Lobbywechsel und dann alles, was sonst an anderen Tagen in der Nähe ist, kommt dann zum Vorschein. Das ist jede Menge Geld, ich sag's euch, und jede Menge XP, die man damit auch machen kann. Und in dem Fall heute ist es natürlich Gold, was wir durch die Familienerbstücke bekommen. So, und dann natürlich noch in den ersten Stock. Ich hatte jetzt schon natürlich durch den Kamm in dem Hausboot hatte ich jetzt schon ruckzuck 3 Familienerbstücke voll. Also ich sammle heute insgesamt 5 ein und damit habe ich es mehr als übererfüllt. Aber ihr müsst auch an die XP denken, die es da jedes Mal gibt. So, Leute, das war's schon wieder gewesen. Schönen Montag wünsche ich euch und nach getaner Arbeit können wir dann noch in den Saloon gehen und uns ein Bierchen gönnen. Ich trinke jetzt Kaffee und ich sage erstmal Ciao.